das neue Jerusalem von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Die Stadt hat eine hohe Mauer mit 12 Toren und 12 Engeln. Sie braucht weder Sonne noch Mond, die erleuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. So schildert die Johannes-Offenbarung das himmlische Jerusalem, eine menschliche Vision von der Stadt Gottes. Der Kölner Dom. Ein riesiges Gebirge, ein steinernes Wunder der Baukunst. Seine Mauern erzählen Geschichte. Nichts ist Zufall, kein Ornament, kein Stein, keine Säule, kein Bogen. In der Konstruktion des Gebäudes, der Gestaltung des Innenraums und der Symmetrie des Grundrisses hat alles seinen Platz, seine Form und somit seinen Sinn, seine tiefe Symbolik. Der Dom ist ein rätselhaftes Buch, ein Dokument des Glaubens seiner Erbauer. Doch mit jeder Generation ist ein Stück der Fähigkeit verloren gegangen, aus ihm lesen zu können. Welche Vision hatten die Menschen im Mittelalter? Was hat sie bewogen, ein Gebäude solchen Ausmaßes zu entwerfen, das sie zu Lebzeiten nie vollendet sehen würden? Vor 750 Jahren begann der Bau des Kölner Doms. Eine gotische Kathedrale als Abbild der himmlischen Stadt auf Erden, Jerusalem. Eine Stadt mit vielen hochragenden Türmen und goldenen Zinnen als Wohnsitz Gottes und Reich der Guten. Vorstellungen, festgehalten auf mittelalterlichen Gemälden, geprägt von den Schilderungen der Kreuzritter, die aus dem gelobten Land, aus Jerusalem heimkehrten, und von prachtvollen Bauten berichteten. Anfang des 13. Jahrhunderts kann sich auch Köln einem neuen Baustil nicht mehr entziehen, der von Frankreich aus ganz Europa beeinflusst. Das Kölner Domkapitel, eines der bedeutendsten und mächtigsten im Deutschen Reich, will seine Stellung im Neubau einer Kirche dokumentieren, die die Vorbilder von Chartres, Reims und Amiens noch übertreffen soll. Der Kölner Dom wird zur reinsten Verkörperung des Baustils, der später als Gotik bezeichnet wird. In ihm spiegelt sich die mittelalterliche Überzeugung einer göttlichen Ordnung, die Einheit von Kirche und Welt. Hier wird die Botschaft Gottes offenbar, in Symbolen, die den Menschen des Mittelalters vertraut waren. In den luftigen Höhen des Kirchendachs, dort, wo die Nebel durch die Strebebögen ziehen, sollen fratzenhafte Wasserspeier das Böse bannen, nicht verbannen. Niemand kennt heute mehr die genaue Bedeutung dieser merkwürdigen Fabelwesen. Doch das Böse ist Teil der göttlichen Schöpfung und ordnet sich dem Guten unter. So erfüllen die unheimlichen Figuren auch heute noch eine schützende Funktion. Sie leiten das Regenwasser von den Fundamenten ab. Zerstörte Wasserspeier wurden in diesem Jahrhundert mancherorts auch durch reale Darstellungen ersetzt. So haben Steinmetzer an der Nordseite einem überaus beliebten Kollegen ein Denkmal errichtet. Von unten nicht zu erkennen, tanzende Kinder in luftiger Höhe. Was heute nicht mehr erlaubt ist, hier wurden persönliche Erfahrungen und Wünsche in den Stein gehauen. Oberhalb, wie in die Nähe Gottes gerückt, schweben die Engel, die Bewohner der himmlischen Stadt. Scharen von heiligen Figuren, so hoch am Bauwerk, dass sie dem Blick der Menschen entschwinden. Sie sind die Himmelswächter,
preisen den Herrn und verteidigen die Kathedrale gegen das Böse. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter gesetzt. Bei Tag und Nacht schweigen sie nicht mit dem Lob des Herrn. Selbst im Zeitalter der Wolkenkratzer wirkt der Dom mit seinen 157 Meter hohen Türmen monumental. Doch dieses markante Profil besitzt er erst seit gut 100 Jahren. Seine Vollendung verdankt er auch der Begeisterung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm. Er setzte sich für den Weiterbau des seit Jahrhunderten nur halbfertigen Doms ein. Die Treppe im Nordturm endet in der sogenannten Modellkammer. Wertvolle Originalfiguren aus dem 13. Jahrhundert lagern hier, neben Entwürfen aus späteren Zeiten und einzigartigen Gipsmodellen. Schon seit über 100 Jahren werden Abdrücke von den historischen Skulpturen angefertigt. Sie dienen als Vorlage für Restaurierungen und Neuanfertigungen. Stufen über dem Boden des Südturms und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, liegt eine 25 Meter hohe Halle, überspannt von 4 Gewölben und erhellt von 8 Fenstern. Dieser sogenannte Urboden ist eine Kathedrale für sich. Auch hier verbirgt sich ein Depot für beschädigte Steinfiguren. Die säurezerfressenen Wasserspeier sind für immer zerstört. Sie mussten komplett ersetzt werden. Ebenfalls auf dem Urboden die Fassade des Marmormausoleums, das einst in der Achskapelle des Doms stand. Darin wurde jahrhundertelang der Dreikönigsschrein aufbewahrt. Diese steinerne Platte zeigt die Überführung der heiligen Reliquien im 12. Jahrhundert von Mailand nach Köln. Rätselhaftes Detail. Ein Teilnehmer der Prozession hat den Daumen an der falschen Seite. Seinen Namen aber erhielt der Saal des Südturms von dieser Uhr, die 1879 in München erworben wurde. Jeden Tag wird die mächtige Standuhr mit einer Handkurbel aufgezogen und seit über einem Jahrhundert erfüllt die Mechanik mit höchster Präzision ihre Aufgabe. Als innerer Zeitmesser des Doms und von außen nicht sichtbar, übernimmt sie die Rolle einer klassischen Kirchturmuhr. Sie steht in direkter Verbindung zum darüberliegenden Glockenboden. Kaum hörbar in der Stadt, bringt ihr Getriebe im Viertelstundentakt die kleine Karlsglocke zum Schlagen. Zeigt die Uhr die volle Stunde an, ertönt aus dem Saal über dem Urboden der dunkle Klang der Kapitelsglocke. Sie aber ist die bekannteste der 8 Domglocken, die Petersglocke, von den Kölnern wegen ihres Gewichts von 24 Tonnen liebevoll Decke Peter genannt. Im November 1924 wurde sie von dem damaligen Erzbischof geweiht. Sie gilt als die größte freischwingende Glocke der Welt. Ihr schwerer Ton klingt nur an hohen Feiertagen und bei herausragenden Ereignissen. Die St. Petersglocke begleitete die Stadt in Schicksalsstunden und Glücksmomenten. Sie betrauerte den Tod von Erzbischöfen und Päpsten und verkündete das Ende des Zweiten Weltkrieges. Musik.
nur selten läuten die Glocken gemeinsam, meistens ertönen sie einzeln. Jede hat ihre eigene Bedeutung. Sie rufen zum Gebet, gedenken der Sterbestunde Christi oder künden die Auferstehung des Herrn an. Türme waren immer schon ein bewährtes Mittel, Macht zu demonstrieren. Sie hochzubauen, konnten sich nur die Reichsten leisten. Schon in der ursprünglichen Planung sollten sie daher eine Höhe von ungefähr 125 bis 200 Meter erreichen. Die zwei Türme der gotischen Kathedrale sind zum Wahrzeichen der Stadt Köln geworden. Doch lange existierten sie nur als steinernes Stückwerk, denn 1560 wurde der Dombau aus Geldmangel eingestellt. Für über 300 Jahre sollte so der 59 Meter hohe Torso des Südturms mit dem herausragenden Kran das Erkennungsmerkmal von Köln bleiben. Früher erstrahlte der Chor des Doms in leuchtendem Anstrich, wie gefundene Farbreste vermuten lassen. In jener Zeit waren die Fassaden und Strebebögen gotischer Kathedralen häufig rot, blau und golden bemalt. Schwarze Schatten betonten ihre Konturen. Vom Originalgestein des Doms ist nur wenig geblieben. Kriegsschäden, Wind und Wetter, verstärkt durch Schadstoffe in der Luft, setzten dem Bauwerk immer wieder zu. Jährlich werden daher bis zu 150 Tonnen Stein ausgetauscht. Über dem Langschiff und dem Querhaus der Kathedrale in den Dächern des Doms verbergen sich Räume, die in ihrer Größe diesem monumentalen Gebäude angemessen sind. Dieser Dachstuhl gleicht kaum einer Kirche, vielmehr einer riesigen Fabrikhalle, die sich über den Rücken der Kirchengewölbe erhebt. Bis zum Bau des Eiffelturms Ende des 19. Jahrhunderts galt der eiserne Speicher von Köln als bedeutendste Stahlkonstruktion der Welt. Der Unterbau des Dachreiters bildet die Mitte zwischen Langschiff und Querhaus. Hier befindet sich die Treppe, die in den 109 Meter hohen Vierungsturm führt. Über den Chorkapellen und den Seitenschiffen befinden sich die steinernen Wasserleitungen, die bei Regen noch wie vor Hunderten von Jahren ihre Pflicht erfüllen. Um 1500 besaß Köln rund 45.000 Einwohner. Auf den Märkten und Plätzen rund um den Dom herrschte reges Treiben. Spielleute, Schausteller und Dirnen gaben sich ein farbenfrohes Stelldichein. Der Kathedralenvorplatz war ein Treffpunkt für alle Gesellschaftsschichten. Begünstigt durch die Lage als Endpunkt der alten Römerstraße und durch den Rhein war Köln zu einem bedeutenden Umschlagplatz für Waren aller Art geworden. Die gotische Kathedrale war auch das Ziel von Pilgern aus ganz Europa. Diese erhofften sich von der Wallfahrt einen sinnlichen Vorgeschmack auf das verheißene Reich Gottes.
Das Westportal des Doms ist heute der Haupteingang, gemeint als Eingang ins Paradies. Die Fassade steht unter dem Leitgedanken der Porta Coeli, des himmlischen Tores. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird selig werden. Zentrum der Gottesstadt, ein Abbild des Thronsaals im himmlischen Jerusalem. Hier steht die größte und kostbarste Goldschmiedearbeit des Mittelalters, der Schrein der heiligen drei Könige. 30 Jahre verwendeten die besten Goldschmiede darauf, ihnen ein eigenes, goldenes Haus zu errichten. Am 23. Juli 1164 hatte der Kölner Erzbischof Reinald von Dassel die Gebeine der heiligen drei Könige von Mailand nach Köln gebracht. Der Erzbischof hatte seinem Kaiser Barbarossa geholfen, die italienische Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Als einzigen Lohn erbat er sich die Reliquien der Könige. Was damals wie Bescheidenheit wirkte, war tatsächlich politisches Kalkül. Die drei Könige galten nämlich als wahre Zeugen Jesu und als Urväter aller christlichen Könige. Durch den Besitz ihrer leiblichen Überreste erhielt das Kölner Erzbistum entscheidenden Einfluss auf die Wahl der deutschen Könige. Nach ihrer Krönung in Aachen erwiesen so deutsche Monarchen jahrhundertelang den Reliquien in Köln ihre Verehrung. Für die Fertigung des Schreins wurde zunächst der berühmte Goldschmied Nikolaus von Verdun verpflichtet. Inspiriert vom Stil der Antike schuf er ein goldenes Meisterwerk, das mit über 300 kostbaren Gemmen und Kamin, über 1000 erlesenen Edelsteinen und Perlen veredelt wurde. Filigran gearbeitete Figuren erzählen die christliche Heilsgeschichte bis zur Wiederkunft Jesu. Auf der Stirnseite thront Christus, dem zwei Engel zur Seite stehen. Über ihnen schweben in Medaillons die Erzengel Raphael und Gabriel. Darunter ist die Gottesmutter Maria mit ihrem Kind dargestellt. Neben ihr beten die heiligen drei Könige Christus an. Ihnen folgt ein vierter König, Otto IV., er stiftete die Stirnseite des Schreins.
Bildlich scheint er in die Fußstapfen der heiligen drei Könige zu treten. Otto erhöhte sich selbst, wollte damit seinen Anspruch auf den Königsthron unterstreichen, um den er damals noch kämpfte. Ebenfalls auf der Frontseite befindet sich das Bildnis der Kaiserin Agrippina, die ihren Sohn Nero krönt. So ziert ein römischer Kaiser, der lange als Inkarnation des Antichristen galt, das Allerheiligste. Der Besitz der Reliquien hatte für die Stadt Köln eine enorme Bedeutung. 1288 wurden die drei Kronen deshalb stolz in das Stadtwappen übernommen. Die Überreste der heiligen drei Könige bereicherten den großen Reliquienfundus der Kölner. Die Stadt war schon längst zum berühmten Wallfahrtsort geworden, zu vergleichen mit Rom und Santiago de Compostela. Zum 1000 hatte Erzbischof Bruno den Stab des heiligen Petrus und Teile seiner Gefängnisketten in die Stadt am Rhein gebracht. Pilgerströme zogen nach Köln, angezogen von der Vorstellung, dass diesen Reliquien eine besondere Kraft innewohne. Es waren nicht die kostbaren Behälter, die die Menschen anlockten, sondern die unansehnlichen Reste der Heiligen, die in ihnen verborgen waren. Doch die Pilger brachten nicht nur ihre Hoffnung mit. Die Stadt wurde zum wichtigen Umschlagplatz für Waren und Informationen und damit zum bedeutenden Wirtschaftszentrum. Der alte, schon 400 Jahre lang bestehende Dom schien diesem Ansturm nicht mehr gewachsen. Die drei Königsreliquien erforderten eine würdigere Heimstatt. Beauftragt mit dem Bau und der Planung der neuen Kirche wurde der angesehene Dombaumeister Gerhard. Sein Werk sollte der Stellung des Kölner Bischofssitzes gerecht werden und zugleich die enge Verbindung zum deutschen Königtum betonen. Maßgebend bei der Planung war die christliche Symbolik. Zugrunde gelegt wurden Zahlen aus der Heiligen Schrift. Die drei symbolisierte den dreieinigen Gott. Die vier, die sich im kreuzförmigen Grundriss widerspiegelte, war gleich der Anzahl der Evangelisten und der Himmelsrichtungen. Die sieben Chorkapellen entsprachen der Verbindung dieser beiden Zahlen. Zwölf Tore führen in das himmlische Jerusalem, zwölf Türen in den Dom. 1248 legte Erzbischof Konrad von Hochstaaten den Grundstein zum Bau einer Kirche, die über 600 Jahre später vollendet tatsächlich zum Inbegriff einer gotischen Kathedrale werden sollte. So spiegelt sich im Grundriss des Kölner Doms der absolute Wille der Bauherren zur Harmonie und Vollkommenheit. 74 Jahre brauchte es, bis der erste Bauabschnitt abgeschlossen werden konnte. 1322 wurde der Chor eingeweiht. Die Rippengewölbe der Kirchendecke sind eine architektonische Meisterleistung. Hier wird der Grundgedanke der Gotik deutlich. Die Gleichmäßigkeit der Bauteile entspricht sowohl musikalischen Gesetzmäßigkeiten als auch zeitgenössischen Vorstellungen der Weltordnung. Überhöht wurde diese Wirkung der Deckengewölbe einst wahrscheinlich durch eine leuchtend blaue Farbe. Die sogenannten Wölbebaldachine mit den aufgesetzten Sternen sollten den Himmel symbolisieren. Im Mittelalter glaubten die Menschen, der Himmel sei in verschiedene Sphären unterteilt. Diese Vorstellung scheint ihren Ausdruck in der Vielzahl der Baldachine zu finden.
Mit ihrer Körperhaltung und der Faltenlandschaft ihrer Kleider bilden die Pfeilerstatuen des Hauptschiffes, die allesamt Heilige darstellen, einen auffälligen Kontrapunkt zur sonst strengen Gradlinigkeit der Architektur. Der gotische Stil mit seinen durchbrochenen Wänden erlaubt große, bunte Glasfenster, die der Kathedrale optisch Leichtigkeit verleihen. Es war eine Zeit, in der Glasfenster noch äußerst selten und kostbar waren. Dem einfachen Volk unbekannt, müssen sie überwältigend und mysteriös erschienen sein. So waren die Menschen des Mittelalters überzeugt, dass farbiges Glas aus Edelsteinen gefertigt war und das Strahlen der von selbst leuchtenden Kirchenfenster erinnerte an die Himmelsschilderungen aus der Bibel. Um 1310 wurden die Glasgemälde des Oberchores vollendet. Auf ihnen sind 48 Könige abwechselnd mit und ohne Bart abgebildet. Vermutlich zeigen die Bärtigen die 24 Ältesten, die in der Apokalypse genannt werden, und die Bartlosen, die Könige von Juda, die alttestamentlichen Vorfahren Jesu. Wiederum ein Hinweis auf das in der Offenbarung beschriebene himmlische Jerusalem. Und rings um den Thron standen 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste in weißen Gewändern und mit goldenen Kränzen auf dem Haupt. Und vor dem Thron war etwas wie ein gläsernes Meer gleich Kristall. Nachdem er 12 Jahre lang den Dombau geleitet hatte, verstarb Meister Gerhard um 1260, möglicherweise durch einen Todessturz vom Holzgerüst. Schon bald entstand das Gerücht, er habe sich auf einen Pakt mit dem Teufel eingelassen und sei deshalb in die Tiefe gestürzt. Für das einfache Volk des Mittelalters schien ein solches Bauwerk wie der Kölner Dom nur verständlich, wenn der Teufel seine Hand im Spiel hatte. In einer der 7 Kapellen des Chores steht das fast 2 Meter hohe Gerukreuz, die früheste überlebensgroße Statue des Mittelalters. Außergewöhnlich zu dieser Zeit, hier wird der bereits verstorbene Christus dargestellt. Das Kreuz wurde um 976 von Erzbischof Gero gestiftet und stammt noch aus dem alten Dom. Auf der gegenüberliegenden Seite in der Marienkapelle steht der Altar der Stadtpatrone. Ihn schuf Stefan Lochner 1445 im Auftrag der Stadt nicht für den Dom, sondern für die Rathauskapelle. Das Mittelbild zeigt die thronende Madonna und das Jesuskind. Zu ihren Füßen die heiligen drei Könige, die Christus anbeten. Die Kölner huldigen Gott, indem sie sich durch ihre vornehmsten Heiligen am himmlischen Hof vertreten lassen. Neben den drei Königen befindet sich hier auch die heilige Ursula inmitten ihrer Jungfrauen. Und der heilige Gerion mit seinen Begleitern. Dieses Hauptwerk der Kölner Malerschule wurde erst 1809 im Kölner Dom aufgestellt. Noch zur Bauzeit des Chores wurden die Arkadenpfeiler mit Statuen geschmückt. Sie zeigen Maria und Jesus an den Mittelpfeilern sowie die 12 Apostel zu beiden Seiten des Chores. Die reich bemalten Figuren sind aus feinstem Tuffstein geschnitzt und in 6 Meter Höhe angebracht. Außerhalb menschlicher Reichweite und miteinander ins Gespräch vertieft, scheinen sie im Raum zu schweben. Einige Meter darunter gemauerte Schranken, die den Binnenchor abgrenzen und mit Bilderzyklen bedeckt sind.
Die Gemälde stellen auf der Südseite in 7 Bildern die Legenden der heiligen 3 Könige dar. Nur 3 beziehen sich auf die Bibel. Hauptsächlich betonen sie den Stolz der Domherren über den Besitz der Reliquien, die von Konstantinopel über Mailand endlich in Köln angekommen sind. Wieder ist Zahlensymbolik im Spiel. Der Dom als rechtmäßige und endgültige Ruhestätte wird durch die heilige 3, die Anzahl der Ortswechsel, legitimiert. Kleine Bilderfelder darunter zeigen die Kaiser des Römischen und des Deutschen Reiches. In den Malereien der Chorschranken offenbart sich die mittelalterliche Einheit von geistlicher und weltlicher Macht. Auf der Nordseite steht so den Königen die vollständige Reihe der Kölner Erzbischöfe gegenüber. Das Chorgestühl aus dem Jahr 1311. Die 104 Sitzplätze waren ursprünglich den weltlichen und geistlichen Mitgliedern des Domkapitels zugedacht. Der entrückten Erscheinung der Pfeilerfiguren wird hier eine überaus sinnenfrohe und bizarre Bilderwelt entgegengesetzt. Im Halbdunkel des Domchores merkwürdige Fabelwesen, himmlische und teuflische Szenen. Nur eines verbindet die Bildgeschichten, der Zeigefinger des Moralisten, der die Überheblichen mahnt, sowie dem Betrachter Laster und Tugenden vor Augen führt. Gewarnt wird vor der List und Macht des Weibes, vor Musik und Tanz, die in ihrer Verbindung von der Kirche verurteilt wurden und als Werkzeuge des Teufels galten, der so die Menschen verführte. Die Sitze sind klappbar. Darunter befinden sich sogenannte Misericordien, die den häufig stehenden Domherren als unauffällige Stütze dienen sollten. Ein beliebtes Motiv ist Aristoteles, der sich lächerlich macht, indem er der schönen Phyllis als Reittier dient. Trotz ihres belehrenden und häufig sündhaften Inhalts dürften die fein gearbeiteten Eichenholzschnitzereien auch der anregenden Unterhaltung der Domherren gedient haben. . 1322 wurde der gotische Hochaltar geweiht, einer der größten aller christlichen Altäre. Sein Kern besteht aus Trachyt und ist mit schwarzen Marmorplatten verkleidet. Doch nur die Frontseite zeigt den ursprünglichen Zustand. Eingebettet in Carrara-Marmor stehen hier die Apostel zu Seiten der gekrönten Maria. Aber nicht immer war die Kathedrale ein geschützter Ort Gottes. Im Laufe ihrer Geschichte wurde sie auch häufig zweckentfremdet. Im Zuge der Französischen Revolution zogen 1794 die Franzosen in Köln ein. Das Ende einer freien Reichsstadt war gekommen. Überall in der Stadt wurden Kirchen niedergerissen, Kunstschätze geplündert. Der Erzbischof und das Domkapitel flohen. Der Gottesdienst wurde eingestellt. Die Kathedrale wurde zum Futtermagazin, Militärdepot und Gefangenenlager. Im harten und kalten Winter 1797 verheizten die Gefangenen die gesamte hölzerne Ausstattung der Kirche. Einige Meter tiefer in den trockenen und kühlen Gewölben der Domsakristei ist bis in die 60er Jahre unseres Jahrhunderts ein schwunghafter Weinhandel betrieben worden. Ein Vertrag weist darauf hin, dass das Gewölbe schon 1816 zu diesem Zweck vermietet wurde. Die Miete ließen sich die Domherren in Naturalien, sprich Weinflaschen, auszahlen.
1937 wurde der tiefste Teil der Domsakristei als Bunker ausgebaut. Im Zweiten Weltkrieg führte der Weg dorthin durch den Weinkeller. Vermutlich nutzten viele Bombenflüchtlinge die Gelegenheit, sich flüssige Stärkung mit in den Luftschutzkeller zu nehmen. Der Dom beherbergte einen der Hauptbunker Kölns. Obwohl schwer getroffen von 14 Bomben und unzähligen Granaten, blieb zumindest seine charakteristische Optik unversehrt. Wieso der Dom und seine beiden Türme dem Regenbeschuss so weit standhalten konnten, ist bis heute nicht geklärt. Sicher ist, dass während der Luftangriffe Mitarbeiter der Dombauhüter auf allen Dächern ausharrten und einschlagende Brandbomben sofort löschten. Bis in die heutige Zeit konnte die Beseitigung der Kriegsschäden noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die Ausgrabungen tief unter dem Fußboden der gotischen Kathedrale. Bis zuletzt hatte das Domkapitel sich geweigert, die dafür erforderliche Genehmigung zu geben. Die Zustimmung kam erst, als befürchtet werden musste, dass der Krieg auch die Pfeilerfundamente des Doms beschädigt hatte. Die Ausgrabungen brachten Überreste römischer und frühmittelalterlicher Bauten zutage, die Rückschlüsse auf die Vergangenheit des Ortes geben. Kathedrale und Friedhof in einem. Herausragende Persönlichkeiten wurden nahe des Gotteshauses oder darin bestattet. Zu Zeiten des karolingischen Doms war das Atrium, der Vorplatz der Kirche, der bevorzugte Ort für Bestattungen. Immer wieder stoßen die Archäologen auf Fragmente alter Grabplatten. Hier lag auch das Grab des im 9. Jahrhundert verstorbenen Grafen Emundus von Friesheim. Er hatte der Kirche eine bedeutende Stiftung vermacht. Die Marmortafel an einer Säule im gotischen Dom erinnert daran, dass ihm zu Ehren jährlich eine Gedächtnisfeier abzuhalten sei. Ein Brauch, der tatsächlich bis heute beibehalten wird. Im Chorbereich der gotischen Kathedrale erhielten dann auch einige schon im alten Dom bestatteten Bischöfe neue, prachtvolle Hochgräber. Zusammen mit ihren verstorbenen Nachfolgern wurden sie möglichst nahe dem Altar bestattet. So sollten die geistlichen Würdenträger weiterhin am Gottesdienst teilhaben können. Als einziger weltlicher Fürst wurde Gottfried von Arnsberg 1371 in einem Hochgrab im Dom bestattet. Er hatte dem Erzstift Köln seine Grafschaft vermacht. Das Gitter sollte ihn angeblich vor dem Angriff empörter Verwandter schützen. Das mehr als 500 Jahre nach Fertigstellung des Chores entworfene Bodenmosaik ergänzt die Hochgräber. In 19 Medaillons sind die Namen Kölner Oberhirten geschrieben, angefangen bei Maternus, dem ersten Bischof von Köln. Das Mosaik soll eine Chronik darstellen, die die Geschichte der christlichen Kirche in Köln seit dem Römischen Reich nachvollzieht. In die leeren Felder sollten weitere Namen späterer Bischöfe eingefügt werden. Kölner Dom ist mehr als ein bedeutendes Kulturdenkmal, mehr als ein Museum. Zuallererst ist er für die Gläubigen ein Haus Gottes. Tausende von Menschen nehmen jährlich an den großen Festgottesdiensten teil. Doch der Dom ist nicht nur eine Bischofskirche und der Sitz des Domkapitels, sondern auch eine Pfarrkirche mit einer verhältnismäßig geringen Seelenzahl.
Vierteljahrtausend nach der Grundsteinlegung erscheint der Kölner Dom als zeitloses Monument. Nie wieder wurde im Mittelalter Architektur solchen Ausmaßes geplant und begangen. Und noch heute erinnert die Kathedrale an den Wunsch ihrer Erbauer, Visionen von einer anderen Welt zu verwirklichen. Ewige Baustelle, vielleicht eher eine Baustelle der Ewigkeit. Er ist kein Zustand, sondern ein Prozess, vollendet in der Idee, aber unfertig als Werk der Menschen. Der Kölner Dom übersteigt alles irdische Maß. Er ist ein Universum, das nie vollständig erfasst und verstanden werden kann.